bin der Regisseur des Films Duell im Atlantik. Dieses Buch, nach dem der Film gedreht worden ist, beruht auf einer wahren Begebenheit. The Enemy Below ist der englische Titel dieses Bestsellers. Die Kontrahenten in diesem Duell, das im letzten Krieg stattgefunden hat, sind der Kapitän eines amerikanischen Zerstörers, dargestellt von Robert Mitchum, und der Kommandant eines deutschen U-Bootes, dargestellt von Kurt Jürgens. In diesem erbarmungslosen Kampf auf Leben und Tod gingen die Menschen durch eine wahre Hölle. Und das Schicksal der Besatzungen dieser beiden Schiffe hing oft von Sekunden ab, in denen man dem Gegner zuvorkommen musste. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch sowas tun kann. Was tun? Sich in so einen Sarg einsperren zu lassen. Das kommt ganz drauf an. Denn im Grunde hat das U-Boot viel bessere Chancen als wir. Wir werden auch noch einen ziemlich schweren Stand haben. Der U-Boot-Captain kann uns versenken, wenn er ein cleverer Bursche ist. Na und, ist er das? Feige ist er jedenfalls nicht, das steht fest. Und wenn wir nicht aufpassen, sind wir erledigt. Der Kerl ist ein Teufel, Heini. Es gibt nur eins. Entweder wir hängen ihn ab